Ich möchte nur noch zeigen, wie man aus dem Differentialgleichungssystem für die permanent erregte Gleichstrommaschine auch ein Blockschaltbild, zum Beispiel für die blockorientierte Simulation in Simulink, ableiten kann. Ausgangspunkt dafür wird Folgendes sein: Wir gehen aus von den beiden systembeschreibenden Differentialgleichungen, die also unsere Zustands-DGL bilden. Das heißt, was wir bereits abgeleitet hatten, zwei Gleichungen, 1 und 2, die das System beschreiben, die stelle ich jetzt nur um in der Form, dass ich jetzt hier gleich nach IA auflösen werde, indem ich die auf beiden Seiten integriere. Und daraus werde ich dann die systematische Vorgehensweise zur Ableitung des Blockschaltbildes angeben. Das heißt, es ist so ähnlich wie bei den DC-DC-Wandlern, wo man auch so Blockschaltbilder ableiten kann. Schreiben wir das kurz auf. Die erste Gleichung war L mal DIA nach DT ist UA minus IA mal RA minus K phi E mal Omega. Das heißt tatsächlich, das Einzige, was ich hier anders gemacht habe, ist, dass ich diesen Faktor LA jetzt zu der Ableitung der Zustandsgröße im IA dazugenommen habe. Das können wir umschreiben, indem wir auflösen nach IA. Wir teilen auf beiden Seiten durch LA und integrieren. Das heißt, IA ist dann 1 durch LA mal Integral über diese Summe bzw. Differenz UA minus IA mal RA minus K phi E mal Omega, das Ganze integriert. Und das hier wird die erste Gleichung sein, die uns nämlich exakt sagt, wie wir unser Blockschaltbild aufzubauen haben, weil das hier jetzt sozusagen nur eine Kombination von linearen Übertragungselementen ist. Ich habe hier eine Proportionalverstärkung 1 durch LA, ich habe einen Integrierer, können wir ersetzen durch ein Element 1 durch S im Bildbereich der Laplace-Transformation und hier die Summenbildung von drei Signalen. Und die zweite Gleichung, die wir in ähnlicher Weise umsetzen werden, abgeleitet aus der Zustands-DGL ist J Gesamt mal d Omega nach dt war K phi E mal IA, also das Motormoment minus d mal Omega, das Reibungsmoment minus MW, das Widerstand bzw. Lastmoment. Und auch das können wir auflösen hier jetzt nach Omega. Omega ist dann 1 durch J Gesamt, indem wir zunächst sozusagen integrieren und dann durch J Gesamt teilen, mal das Integral über diesen Summenausdruck K phi E mal IA minus D mal Omega minus MW dt. Und wir sehen, diese beiden Gleichungen sind von derselben Gestalt. Deswegen werden wir auch hier mehr oder weniger dasselbe Blockschaltbild rauskriegen. Fangen wir an mit der ersten Gleichung hier oben für IA. Das sagt aus, wir brauchen einen Integrator und am Ausgang dieses Integrators wird die Spannung IA sein. Ja, IA ist das Integral über einen Summenausdruck multipliziert mit einem Faktor 1 durch LA. Den können wir jetzt vor oder hinter den Integrator machen. Können wir den jetzt hier zum Beispiel einfach davor schalten? Das heißt, tatsächlich hätten wir dann hier eine Proportionalverstärkung 1 durch LA und diesen Integrationsblock. Und dann sagt diese Gleichung aus, tatsächlich, das hier vorne wird gebildet durch eine Summation von drei Größen. Einerseits die angelegte Ankerspannung UA, die geht mit Plus in dieses Summationszeichen an und dann ziehen wir hier zwei Größen ab. Einmal die Größe IA, aber gewichtet mit einem Faktor RA, das ist ein Proportionalelement, die wird hier mit Minus abgezogen und auf der anderen Seite hier unten eine Größe K phi E mal Omega, das ist eigentlich die induzierte Spannung. Das heißt, irgendwas, machen wir es mal so, was wir durch Multiplikation eines Proportionalelements mit dem Wert K phi E aus einer Variable Omega unsere Winkelgeschwindigkeit kriegen werden. Ja, und das ist die erste Gleichung, die wir hier oben gebildet haben. Dann sehen wir, okay, die zweite Gleichung sieht ähnlich aus. Wir haben hier einen Integrator, 1 durch S. Wir malen davor ein Proportionalelement, 1 durch J Gesamt. Und jetzt müssen wir auch hier eine Summe bilden von drei Größen. Die eine Größe ist das Motormoment, die sich aber errechnet aus IA, indem wir hier denselben Block K phi E haben. Das hier ist also das Motormoment. Davon ziehen wir ab das Lastmoment bzw. Widerstandsmoment, MW. Und wir haben ja eine Rückführung. Hier am Ausgang haben wir am Ausgang des Integrators Omega. Über die Dämpfung kriegen wir hier eine Rückkopplung, dass wir dieses Signal abziehen. Das heißt, hier haben wir das Reibungsmoment. Das heißt, diese Summationsstelle beschreibt eigentlich hier diese Bilanzgleichung, das Momentengleichgewicht. Und diese Summationsstelle hier vorne beschreibt eigentlich die Maschengleichung im Ankerkreis. Und hier haben wir nur die Energiespeicherinduktivität und rotierende Masse, die diesen Integrator plus
den Proportionalitätsfaktor darstellen. Und dann haben wir hier als letztes noch eine Rückführung vom Ausgang des zweiten Integrators dieser Winkelgeschwindigkeit, um hier diese induzierte Spannung zu bilden. Und das hier ist dann das komplette Ersatzschaltbild in Form eines Blockschaltbildes für die permanent erregte Gleichstrommaschine, zumindest unter den von uns hier getroffenen Vereinfachungen, dass wir lineare Elemente haben, dass wir einen konstanten Erregerfluss haben, die Widerstände linear sind, dieser Erregerfluss sich nicht ändert, Dämpfung, Trägheitsmoment, Induktivität und auch Widerstände entsprechend konstant sind.